Was muss passieren? Ja, ich glaube, war heute ja schon Thema Personal. Wir brauchen dringend mehr Personal in der Pflege, um die Arbeitsverdichtung abzubauen und auch um den Beruf attraktiv zu machen, neue Menschen zu gewinnen, Menschen, die schon in der Pflege sind, zu halten. Wir müssen die Pflege verbessern. Auch das gelingt uns dann mit mehr Personal, damit auch bei den Pflegebedürftigen, bei den pflegenden Angehörigen mehr Qualität, bessere Pflege, noch bessere Pflege ankommt. Und das alles zu erreichen, müssen wir auch die Finanzierung angehen, damit das nicht alles zu Lasten der Betroffenen alleine geht, die dann auch überfordert sind.